Ja, der erste Vorsatz war heute Morgen pünktlich kommen. Der Nebel hat es verhindert, aber es geht aufwärts, ja. Ich habe gerade eine GmbH gegründet unten in München bei Burda, die Burda Creative Group. Und die möchte ich in diesem Jahr bekannt und wohlhabend machen. Mehr Sport, weniger Essen. Dem Marketing in Deutschland wieder mehr Kraft und mehr Stimme zu verleihen. Das ist ein wichtiges Ziel. Ich habe mir fürs neue Jahr natürlich vorgenommen, viel über Medien zu lernen, über Social Media zu lernen und natürlich das Geschäft voranzubringen. Persönlich etwas mehr das Leben zu genießen, etwas mehr wieder zu reisen, wie ich das früher immer gemacht habe. Weniger fettreich zu essen. Mehr Sport, mehr Zeit für die Familie. Ja, ich habe mir vorgenommen, die Balance zwischen Arbeit und Freizeit genauso aufrechtzuerhalten. Viel arbeiten und ein bisschen Freizeit. Weniger essen, gesunder leben. Dass ich mein Sportprogramm so weiter durchhalte, wie ich in 2010 Zeit dazu hatte. Oh, persönlicher Vorsatz ist endlich das Rauchen aufzugeben oder so. Und ich sage immer, das müsste ich ja schaffen, aber heute werde ich noch rauchen. Ich glaube aber, dass ein gutes Jahr vor uns liegt. Ich glaube, der Markt wird wie prognostiziert wachsen, das heißt zwischen 2, 3, 4% irgendwo in der Größenordnung. Man merkt auf jeden Fall, dass die Umsätze in vielen Märkten anziehen, dass die Märkte wieder deutlich dynamischer sind und von daher sehen wir eigentlich positiv in das Jahr. Also wenn uns 2011 ähnlich gut gelingen würde wie 2010, dann sind wir sehr zufrieden. Für die Branche wird sie sehr spannend, weil nach einer ganz ordentlichen Diät sind die Budgets zurück. Jetzt geht es um kompetitive Substanz. Also wie kann ich mich am besten unterscheiden und differenzieren? Also wird es ein harter Wettbewerb werden? Ja, wird hoffentlich wieder ein spannendes und ein gutes Jahr wie das letzte Jahr. Wir sind ja letztes Jahr überrascht worden von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Werbeindustrie. Und ich würde mir wünschen, dass sich dieser Trend 2011 fortsetzt. Für uns als Vermarkter genauso wie für unsere Kunden. Also für uns bei Nestlé steht im Mittelpunkt für 2011 den Media ROI zu verbessern. Sehr, sehr spannendes, herausforderndes und genauso erfolgreiches Jahr wie 2019. Ich denke, dass wir gerade im Bereich Online-Werbung wieder ein sehr positives Jahr haben werden mit Wachstumsraten über 10%, und zwar auf Nettobasis, das heißt also wirklich auf der harten Währungsebene. Also aus der Facebook-Warte natürlich erwarte ich, dass wir noch etwas weiter wachsen. Ich glaube, Deutschland fängt so langsam an, Facebook für sich zu entdecken. Wir haben uns viel vorgenommen für dieses Jahr. Wir werden den Erfolgskurs des letzten Jahres massiv fortsetzen. Uns geht es auch nur gut, wenn es der Branche gut geht. Video- und Bewegtbildwerbung im Internet, und das wird auch immer bedeutsamer in Deutschland. Ein zentrales Thema, das haben wir diese Woche im Spiegel nochmal gesehen, ist der Umgang mit sozialen Netzwerken. Also die Trends, die die Branche hat, liegen natürlich in immer mehr digitalen Mediennutzungen und hier insbesondere die Weiterentwicklung von Social Web. Für das Thema Online-Werbung sehe ich wiederum den Trend Mobile. Das ist ein Thema, das uns viele Jahre schon begleitet. Alle Marktprognosen deuten darauf hin, dass wir den großen Durchbruch erleben werden. Die vernetzte Kommunikation, das ist auch das Schlagwort für 2011, digital. An allen Bildschirmen, quasi immer mobil unterwegs, jederzeit, anytime, anywhere. Ich bin sicher, dass der Trend der nächsten Jahre Consumer Co-Creation sein wird, also User-Generated Content, die Involvierung der Verbraucher. Konvergente Kommunikation, zielgruppengenau, viel, viel qualitativer, als wir das bisher gemacht haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle lernen und auch Otto noch mehr lernt, Demut zu zeigen gegenüber dem Verbraucher, seinen Wünschen, seinem Wollen und mehr zuzuhören, statt auf ihn einzureden. Ich sehe spannende Diskussionen, weniger ein Trend als auch ein Thema, was geklärt werden muss. Das ist die Rolle, wie arbeiten wir miteinander? Wie arbeiten Werbetreibenden? Wie arbeiten die Publisher, die Medienmarken und die Vermarkter zusammen dann mit den Agenturen? Ich glaube, ein großer Trend wird sein, dass wir zu mehr authentischer Werbung kommen, zum ehrlichen Dialog und weniger zu aufgesetzten Werbewelten. Gut, der Horizont Award ist so ein bisschen der Neujahrsempfang der Branche. Hier treffen sich tatsächlich eigentlich fast alle und man freut sich drauf. Als Frankfurterin ist es für mich der schönste Event. Ich fühle mich hier immer sehr wohl und treffe lauter Freunde. Das ist sehr schön. Dies Jahr insbesondere natürlich hier ganz toll. Frankfurter Alte Oper, eine tolle Location, die jetzt schon sehr viel Spaß macht. Man sieht immer tolle Persönlichkeiten, die für ihre Arbeit geehrt werden. Und bisher wurden immer die Richtigen geehrt.
Also der Horizont Award ist erstmal ein klasse Fest. Man trifft eine Menge Leute, man spart sich sehr viele Reisen, weil man an diesem Abend doch viel von den Gesprächen, die man sich so für die ersten Wochen des Jahres vorgenommen hatte, auch erledigen kann. Das ist so der Einstieg, nachdem man noch so ein bisschen schläfrig aus dem Urlaub gekommen ist. Also der Horizont Award hat einen großen Stellenwert. Ich glaube, er ist Meinungsführer in der Branche. Und ohne Zweifel, es ist einer der wichtigsten und entscheidenden Awards, die vergeben werden in der deutschen Kommunikationslandschaft. Der Horizont Award ist ein Muss im Kalender. Ich liebe den Horizont Award. Die Party ist genau das Ding, genau das Event, wo ich heute Abend die Kollegen alle treffe. Bierchen trinken, quatschen über das vergangene Jahr. Also die Party hat einen sehr großen Stellenwert, weil man trifft alle Kollegen und man kann gerade am Jahresanfang mal mit allen so ein bisschen über die nächsten Monate kommunizieren und das ist sehr schön. Party ist viel Kommunikation, weniger virtuell, sondern wirklich real und das macht das ganze Thema noch viel spannender. Ja, es ist halt eine sehr gute Gelegenheit, einfach mit allen zusammenzukommen auf einen Schlag und das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Naja, zum Beispiel Lutz Land, ein Freund von mir, oder Stefan Scherzer, der jetzt Geschäftsführer dann vom VDZ-Vorstand wird, etc. Also ein Mast ist mein Chef, Hans-Otto Schrader, den ich hier ein Stück weit begleiten möchte auf einer Veranstaltung, die er noch nicht kennt, ich aber schon sehr, sehr viele Jahre. Und ansonsten habe ich mich verabredet mit Freund und Feind. Ich freue mich vor allen Dingen nicht auf eine einzige Person, aber auf den ein oder anderen alten Kollegen, den ich im letzten Jahr zu wenig gesehen habe. Ja, Lutz, ich hoffe, wir treffen uns gleich. Unter anderem Peter Gravier von TribalDDB. Ich habe unter anderem ein, zwei Themen, die ich mit dem Christoph Baron mal besprechen muss. Den Uwe Becker, dem muss ich auch noch zwei, drei Fragen stellen. Also ich habe schon einiges auf meiner Liste. Ja, ich freue mich auch, Martin Sorell wieder zu sehen. Den habe ich eine Weile nicht gesehen. Werde mich sicher auch danach mit ihm ein paar Worte wechseln. Ich glaube sogar, wir haben einen Termin heute Abend und freue mich darauf. Ich muss leider schon gleich wieder abreisen, deswegen werde ich den Award leider nicht miterleben. Traurigen Herzens. Kunden und Freunde und Bekannte. Ja. Ich grüße noch alle beim Horizont Award heute Abend. Viel Spaß. Ich freue mich ganz besonders auf das Horizont-Thema und auf Markus Gotter, weil der Mannschaft ist es gelungen, eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Musiol. Wir haben es schon eingerichtet und wir haben uns schon getroffen und ich freue mich, dass ich Sie alle hier heute treffe. Herzlich willkommen, auch im Namen unseres Partners der Deutschen Post AG zum feierlichen Jahresauftakt, der 28. Verleihung der Horizont Awards an die Männer und die Frau des Jahres 2010.